Hallo, grüße euch. Paraguay Live. Wie immer. Liebe Grüße aus Paraguay. Ich bin der Pit. Heute möchten wir euch einfach in die Stadt mitnehmen. Einfach, wir haben auch viele Anfragen und sagten, Pit, zeig doch mal etwas da, wo du wohnst. Also im Prinzip in der Stadt Piribebuy. Ja, also ich sage euch, warum die heißt überhaupt die Stadt. Warum die überhaupt so heißt, okay? Also, bis dann, bleibt dran. Es wird interessant sein und schön. Also, warum Piribebuy? Also, das Wort kommt aus der indianischen Sprache, also Guarani-Sprache, und bedeutet Bebuy, bedeutet leicht, und Piri bedeutet Brise. Also, im Prinzip eine leichte Brise, da wir in dem Departamento Cordillera sind, also etwas auf der Höhe. Es kommt immer leichte Brise. Also wirklich super Klima. Kann ich euch nur einladen. Und jetzt kommt einfach mit mir, schauen wir uns die Stadt Piribebuy. Also es wird nicht viel von der Stadt da sein. Aber wir bleiben in den schönen Park. Okay, also bleibt einfach mit mir. Schaut euch das an. Bis dann. Na, wir sind im Prinzip hier im Zentrum, sage ich mal, am Fluss Piribebuy. Das ist also praktisch links von uns, da kann man auch so mal zeigen und macht mal einen kleinen Spaziergang. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Man sieht sauberes Wasser. Da hinten ist so eine kleine Öffnung, kann man sehen. Und aber man sieht auf jeden Fall, dass das Wasser sauber ist und es wird im Sommer, also wir sind im Herbst, richtig aufgefüllt. Das ist also wirklich eine tolle Sache. Ja, und man hat im Prinzip so Natur-Swimmingpool. Riesengroß und mittendrin in der Stadt Piribebuy. Und hat euch gefallen? Ich hoffe, oder ich bin mir sicher, ich konnte euch wenigstens etwas zeigen, wie im Prinzip die Stadt bzw. unsere Umgebung hier aussieht. Es ist nicht tolle
nicht alles perfekt, nicht alles toll, aber es wurde in den letzten Jahren viel gemacht. Und in diesem Sinne, deshalb wollte ich euch im Prinzip einladen, mit nach Piribebuy in die Stadt Piribebuy und mit nach Paraguay. Ach, rede ich wieder Schwachsinn. Es passiert wirklich viel. Und man sollte auch hier gerne investieren. Die Preise steigen, die Leute sind freundlich. Ja, man kann also wirklich ganz gut leben. Also, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, bitte unbedingt abonnieren und fragen euch, möchtet ihr zu uns kommen? Habt ihr vor, nach Paraguay zu kommen? Möchtet ihr auch in Paraguay wohnen? Oder falls auswandern, in einer anderen Stadt? Gerne unten in den Kommentaren. Mach's gut. Liebe Grüße aus Paraguay. Ciao, ciao.